Heute kümmern wir uns um den AVM Fritz Repeater 2400. Und zwar soll der mal resettet, neu eingebunden und versmashed werden. Und eine Messung machen wir auch. Hallo und herzlich willkommen auf Darkies Hardware World. Hier ist euer Darkie. Schön, dass ihr eingecheckt habt. Hier habe ich einen Fritz 2400er. Viel gibt es bei diesen Teilen immer nicht zu sehen. Ursprünglich war da mal ein Netzwerkkabel dabei. Ich habe ihn von einem Freund geschenkt bekommen. Danke, Volker. Nicht für den Test oder anderweitig. Deswegen ist hier auch diesmal keine Werbung. Es ist meiner. Der gehört mir. Und möchte ich euch zeigen, wie man das Ding wieder auf Werkseinstellung gestellt. Dann halt wieder per WPS-Taste, die ist hier, zack, ab wieder ins Netz. Hat den Hintergrund, dass ich euch demnächst nochmal eine Diebstahlsicherung zeige und ich hier auch mein Netz ausbauen möchte. Mittlerweile sind hier am Start ein 2-3000er. Einer steht da drüben auf dem Flur, einer ist in der Werkstatt. Und ein 1750er läuft auch noch. Der soll später ins Schlafzimmer oben dran, um eine perfekte Abdeckung hier in allen Räumen haben zu können. Mesh hat den Vorteil, wenn man es gemacht hat, dass sich das Gerät, was man gerade benutzt, ob Handy oder, das perfekte WLAN sucht mit der besten Verbindung. Man springt praktisch. Man steht hier am Router, dann nimmt er sich den Router, man steht in der Werkstatt oder draußen, er schnappt sich den 3000er, man ist da und dementsprechend den Router. Das Einbringen ist recht einfach, wie gesagt, durch Drücken, das werden wir gleich mal machen, aber erstmal werden wir ihn resetten. Das machen wir hier vor Ort. Dann werden wir eine kleine Messung durchführen, einmal direkt, der hat einen Netzwerkanschluss hier, wenn man das genau sieht. Das werde ich mal mit dem Mappy machen und einmal eine Messung mit dem Handy. Weil ich auch oft darauf angesprochen worden bin, ja Mensch, ich bekomme hier keine 1000 Mbit. Das ist fast technisch gar nicht möglich. Das ist geräteabhängig. Das wollte ich eigentlich mal dringend loswerden. Wenn ich ein Handy habe, was nur 500 Mbit kann oder kein G5 oder nur G2,4 GHz, dann geht das halt nicht. Der kann 2,4 und 5 GHz Netz. Die meisten neueren Geräte bewegen sich im 5 GHz Netz. Na, Einrichtung ist wirklich einfach. Das habe ich auch schon 1000 Mal gezeigt. Aber wir machen das Ganze per WPS. Ich habe schon öfters solche Geräte bei Kunden verbaut. Immer sehr zufrieden. Ist so praktisch im Prinzip der Nachfolger. Und wir gucken uns dann aber noch mal kurz auf dem Bildschirm an, was der an Leistung kann. Ich glaube, der macht über 1300 oder so. Das ist schon ein richtig heftiges Gerät. Jetzt haben wir mal ausgequatscht. Ich zeige euch noch mal, der hat hier den Euro-Stecker drauf, wenn man das von der Seite sieht. Und den kann man aber abziehen, wenn er jetzt geht. Ah, so, habt ihr jetzt eine Dose, wo das nicht möglich ist, könnt ihr den auch normal betreiben. Das ist so ein Adapter. Und wie gesagt, im Lieferumfang ist noch ein flaches Netzwerkkabel dabei. So, ausgequatscht, abgefahren. Ab zum AVM-Check. Viel Spaß beim Video. Um euch das Ganze zu verdeutlichen, wir stecken ihn ein. Er hat noch immer den Adapter drin. Ich hoffe, Dose ist natürlich jetzt ein bisschen schlecht rum, aber wir versuchen es einfach mal. Er startet kurz. Ich mache einmal Dauerdruck. So resettet ihn. Bis 15 Sekunden warten, bis es dort aufleuchtet. Ich kann natürlich auch zählen. 1, 2, 3. 4, 5. Klappt nicht immer, vielleicht war ich jetzt auch zu schnell. Wir warten ab. 11, 13, 14, 15. Jetzt sollte er langsam mal eigentlich kommen und sich hier verabschieden. Wir sind wieder der liebe Vorwurf-Effekt. Ah, wir haben es gerade quittiert gegeben, wer es mitbekommen hat. So. Er fährt jetzt ruhig einmal rauf und runter. Hier ist der Ausschlag, der fängt schon wieder an zu blinken. Und ich werde das live jetzt mitfilmen.
Dann könnt ihr das hinter euch auf dem Bildschirm reinziehen nochmal. So, er müsste jetzt im WLAN-Modus sein. Mesh könnt ihr ganz einfach erreichen. Ihr drückt dann auf den Router und drückt einmal hier und geht dann nachher automatisch in den Mesh. Aber wir werden jetzt erstmal eine WLAN-Verbindung herstellen. Ich starte mal WPS. Wie gesagt, ich starte jetzt erstmal WPS. So, als erstes habe ich eine Messung gemacht. Wir sind hier momentan ein bisschen problematisch. Techniker war schon da. Wir haben ja im Ort in der Stadt leider Störungen. Deswegen kommen wir hier auch nicht auf die vollen Frequenzen. Da fehlen Frequenzen drin. Die hat mein Anbieter noch nicht eingespeist. Kommt aber noch. Und der Upload läuft momentan auch nicht auf 50. Nicht gerade die ideale Konfiguration dazu. Macht aber nichts. Wir werden es trotzdem machen. Ja. Momentan sind am Start im Smash der 3000er im Flur. Der ist in Reihe geschaltet hier über die Werkstatt. Und dort läuft auch noch ein 1750er am anderen Tisch. Man sieht also, dass hier nicht die volle Power da ankommt. Ne? Der erste 3000er gibt 520 im Bit ab und G2. Das ist nur so ein Beispiel. Dann sieht man auch wieder an den einzelnen Geräten, was denn hier, ne, rübergeht. Linux 4, das ist eines Alexa-Geräte, die machen ganz recht viel. So, wir werden das Ganze jetzt mal einbringen. Das heißt, ich werde das mitschneiden. Wir gehen jetzt auf die... aufs Funknetzwerk gehen wir nicht, wir gehen auf Sicherheit. Rasten hier auf Schnellverbindung, da können wir dann das WPS machen. Und ich mache eine kurze Pause, bevor ich das starte. Fragt sich der eine oder andere, was kann das Ding wieder? Der macht AC, also duales Netzwerk, AC plus N möglich, ultraschnelle Verbindung, sogar bis 733. Ich habe hier nicht die ganzen Zahlen im Kopf. Beim 5 GHz, bei 600 Mbit, beim 2,4,5 GHz. Mesh könnt ihr ganz einfach erreichen. Ihr drückt dann auf den Router und drückt einmal hier und geht dann nachher automatisch in den Mesh. Aber wir werden jetzt erstmal eine WLAN-Verbindung herstellen. Ich starte mal WPS. Wie gesagt, ich starte jetzt erstmal WPS. Fängt an zu blinken. Man sollte an dich jetzt recht zügig sich mit dem Router verbinden, mit dem 6591. Es war erfolgreich und jetzt, wie man auch gleich sieht, okay, wir haben hier natürlich einen vollen Ausschlag. Das ist jetzt normal, wir sitzen roundabout vielleicht 3-4 Meter weg vom Router. Ne? Wir sind drin. So, einmal drücken. Und einmal auf der WLAN-Taste auf den Router drücken. Dann fängt auf dem Router das an zu blinken und irgendwann sehen wir jetzt auch auf dem Monitor gleichzeitig, Ding ist im Mesh. Ist recht einfach gemacht. Ne? Hier zu Info im 1,7 GB in der Nähe des Routers. Ist schon heftig, ne? Macht der richtig übel, ne? Schafft doch nicht mal der 390, der schafft 390, der ist aber allerdings auch 12 Meter weg. Das reicht für die Werkstatt zum Stream. Mit im 2 GHz Netz sind wir bei 2,5 Mbit. Ja? Und jetzt können wir ihn erstmal konfigurieren. So, jetzt ist das Handy hier mit 886 Mbit verbunden im 5G. Na, und das AN70 meines Sohns, wie man hier sieht, hat sich dort auch eingeloggt. Wir werden jetzt mal einen Speedtest machen und wir schauen uns dann gleich das Ergebnis an. Okay. Go ist mal wieder leer. Wir haben 5 Striche und starten jetzt über das Handy. Normalerweise soll er jetzt eigentlich drin sein. Und sehen eigentlich schon diesen Unterschied, den wir dort erreichen. Beim Speedtest. Wir liegen bei 250 Mbit. Download, Upload.
Nein, nein, immer diese Werbung. So, wir können das Ganze nochmal machen. Er nimmt nochmal eine andere App. Er sucht nach Servern. Und wir starten. Ähnliches Ergebnis. 250. Den Upload nochmal. Der ist sogar dort schlichter. Wie gesagt, auch serverbedingt immer. Na? Also der 2400er ist nicht schlecht. Da gibt es nichts dran zu meckern. Das ist AVMs. Finalisiere Test. So. Na? Damit kann man sich hier begeben. Das reicht, um hier den am Alexa 4K Prime Stick laufen zu lassen. Dazu ist er eigentlich auch da. Wir werden es aber nochmal am Kabel direkt testen mit dem Laptop. Das hole ich jetzt mal gleich. So, wie man sieht, wir hängen jetzt an einem Cat 8 Kabel und ich starte den Test. Ich hoffe, das kann man so sehen. Server ist Deutsche Telekom, Gegenpart ist mein Anbieter. Und wir erreichen hier 456 Mbit. Wie gesagt, der Upload ist momentan immer noch nicht. Das ist hier reparaturbedürftig. Da arbeitet der Anbieter dran. Er ist aber schon besser geworden. Wir machen nochmal eine Gegenmessung. Und machen wir einen Serverwechsel. Ja. Nehmen wir mal einfach irgendeinen. Es gibt auch schlechtere Server, um euch das mal zu demonstrieren. Haben wir einen höheren Ping. Wie gesagt, immer alles serverabhängig. Aber wie man sieht, heißt das nicht immer, man muss den vollen Dampf kriegen. Da haben wir zum Beispiel weniger Upload. Ja, wenn man das jetzt so zeigt. Es ist leider nicht anders zu zeigen, aber ihr seid jetzt wirklich live dabei. So, da sind wir zurück von unserem kleinen langen Test. Ein bisschen ausgiebig gemacht. Theorie, Praxis umzusetzen ist nicht immer so ganz so einfach. Was einem so angezeigt wird und was wirklich letztendlich bei rauskommt, sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Das haben wir jetzt ja nun festgestellt. Es heißt ja auch immer bis zu, wie gesagt, geräteabhängig. Wir haben eine Messung gemacht mit dem Laptop per Kabel im WLAN. Kommt natürlich wesentlich mehr raus als direkt. Ist normal, als direkt jetzt mit dem Handy anzumessen. Aber es ist okay. Wir kommen da so um die 250 Mbit. Mit der Kabelmessung kamen wir leicht an 400 und dran. Na, es kommt dann auch immer drauf an, wie sich das Gerät einwählt. Entweder im 2,4 oder im 5 GHz Netz. 5 GHz Netz erreicht man immer wesentlich mehr. Kommt drauf an, was das Gerät kann. Wir haben ja unseren Fire TV da nun drin. Der macht seine richtig Dampf. Na, deswegen hängt das Gerät da eigentlich, damit dort keine Abrisse entstehen. Mit dem Wechseln im Smash oder Mesh ist es immer etwas schwierig. Es dauert eine Zeit lang, bis die Geräte sich dort einwählen am nächsten. Ist so meine Erfahrung. Software-Update ist das Neueste drauf. Da gibt es nichts zu maulen dran. Na? An dem Repeater selbst gibt es auch nichts zu maulen. Der macht bis zu 1700 und ein paar Sequetsche. Na, ich war jetzt nicht so ganz technisch mehr auf dem Neuesten, aber ich habe nachgeschaut nochmal. Na, danke Volker, dass du mir den geschenkt hast. Und ja, das ist dann so das Ding, wo ich dann sage, super, jetzt bin ich voll ausgerüstet. Wir haben mittlerweile vier Geräte, also vier Repeater, alle von AVM im Mesh. Im WLAN-Netzwerk, die komplette Wohnung und drüben die Werkstatt dementsprechend abbiegen.
mein Netz ist perfekt jetzt ausgestattet, mehr ist da nicht mehr rauszuholen. Wird sich der ein oder andere fragen, wieso vier Repeater, das hat seinen Sinn, der steht da, der bedient die beiden und das deckt praktisch Router, Repeater, 3000, Schlafzimmer, deckt komplett das ab. Ich habe schon immer dort in der Gegend, in der Küche, immer noch einen stehen gehabt. Zum Preis, glaube um die 89 Euro, er ist es wert. Es ist ein Markenprodukt, man hat 5 Jahre Garantie drauf. Die Power bringt da, da gibt es nichts dran zu maulen und ich bin auch froh, dass ich den 2400 habe. Aus eigener Erfahrung, wir haben ihn sehr oft verbaut bei Kunden und die sind alle glücklich und zufrieden. Ich habe ihn gerade erst wieder vor kurzem eingesetzt, um dort auch die WLAN-Abdeckung besser zu machen. Ihr kriegt dann nochmal den hier zu sehen, den IT, das heißt von IT Grabe, das ist eine Diebstahlsicherung, die kommt am Sonntag. Dazu sage ich dann auch nochmal, dann machen wir auch nochmal eine Messung, messen auch noch, bringen auch nochmal den Gegensatz nur im Kopf. Ich packe euch das dann später mal oben ins i. Da könnt ihr das dann auch anschauen. Ich hoffe, es war für den einen interessant. Wie gesagt, ich mache ja nun IT nicht seit gestern, mache das schon 30 Jahre. Und Repeater von AVM ist immer Qualität, da macht man nichts dran verkehrt und läuft. Und einfach ins Netzwerk einzuschmeißen. Knöpfchen drücken, zack, und wie wir es gesehen haben, kurz einmal auf die Box zu drücken, einmal kurz auf den WLAN-Knopf drücken, vom Repeater, zack, Mesh da. Ohne Schwierigkeiten. Zurücklitzen haben wir auch gesehen, 15 Sekunden drücken, wenn es nicht nochmal klappt, nochmal versuchen, dann ist er auf Werkseinstellung. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was damit nahe bringen. Es ist nicht schwer, es kann jeder. Es ist einfach gemacht und deswegen habe ich dieses Video endlich mal gemacht. Es ist sogar eine Neuauflage mit Mikro, weil ich hatte das schon mal in alt und bin da nie so gekommen und deswegen machen wir das so. Habe ich es nochmal neu gemacht. Lieferumfang ist wie gesagt noch ein Netzwerkkabel dabei, braucht man aber nicht immer, aber kurz mal ein Gerät anschließen. Ja. Ich packe euch den auch in die Videobeschreibung. Wäre schön, wenn ihr vielleicht diesen Affairs-Links nutzt. Dafür schon mal danke. Damit supportet ihr den Kanal. Ihr könnt natürlich auch gerne ihn woanders kaufen, wenn ihr ihn günstiger kriegt. Das ist jedem selbst überlassen, wo er einkauft. Nur mal am Rande wegen der Eigenwerbung. Shop haben wir natürlich auch. Den findet ihr auch in der Videobeschreibung. Könnt ihr gerne mal besuchen kommen. Da gibt es so ein bisschen Accessoires, wer das gerne möchte. Das ist Eigenwerbung. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und ich sage es nochmal für den Ton in nächster Zeit. Es werden viele alte Videos kommen, also nicht sauer sein, aber ich muss es abarbeiten. Das habe ich ja im Livestream bereits mitgeteilt. Wie gesagt, danke fürs Zuschauen, bla bla. Nächste Video ist natürlich am Start. An die Abonnenten bitte nicht die Glocke vergessen und wem es gefallen hat, natürlich Abo dalassen und Daumen in nördliche Richtung. Da freue ich mich drüber. Wir wollen ja noch ein bisschen über die 3000er schießen. Wir haben es nicht mehr allzu weit. In diesem Sinne sage ich Tschüss, bye bye, bleibt gesund, passt auf euch auf, bis zum nächsten Check-up hier auf dem Kanal. Macht's gut und bleibt gesund.